Und los geht es mit dem Kapitel Erwerbstraining. Und im Erwerbstraining erwarten uns verschiedene Dinge. Insbesondere gehen wir im Erwerbstraining zunächst davon aus, dass wir Spieler haben, die schon grundlegend die Techniken beherrschen, die wir hier trainieren wollen. Also man spricht davon, dass eine Technik mehr als nur zufällig bei diesen Spielern jeweils gelingt. Und im Erwerbstraining ist es dann das Ziel, die Techniken zu verfeinern, zu verbessern. Hier wird ganz viel an der Qualität gearbeitet und das ist deine Aufgabe als Trainer oder Trainerin hier eben etwas zu tun und diese Qualität auszubilden. Wir haben unterschiedliche, ja, Unterarten des Erwerbstrainings, die hier unterschieden werden. Das sind einmal Maßnahmen, die auf eine möglichst konstante Bewegungsreproduktion unter ungewöhnlichen bzw. variierenden Bedingungen abzielen. Und dazu dienen die Übungen mit den Standardbedingungen unter koordinativen Zusatzaufgaben, unter der veränderten Ballwahrnehmung, unter Aufmerksamkeitslenkung und Kontrolle und unter den Handlungsketten. Und eine kommt noch, nämlich in Punkt 2 gibt es nämlich Maßnahmen, die auf die gezielte Entwicklung spielhandlungstypischer Bewegungsvariationen unter kontrollierten Bedingungen abzielen. Und hier ist noch der Hinweis auf die Entscheidungsfreiheit. Das heißt, Spieler im Erwerbstraining, in Übungen des Erwerbstrainings treffen keine eigenen Entscheidungen. Aber das werden wir dann später nochmal sehen, wenn wir in diesem Bereich mit dem Technikvariationstraining sind. Denn darum geht es hier noch, Technikvariationstraining. Das ist eine weitere Art, die wir hier unterscheiden. Wir haben also die Möglichkeit, Übungen unter diesen verschiedenen Gesichtspunkten durchzuführen, von Standardbedingungen bis Handlungsketten, inklusive dann Technikvariationstraining. Und ihr werdet sehen, dass es dort viele verschiedene Möglichkeiten gibt, eine Übung zu verändern, mit der man in irgendeiner Weise mal angefangen hat. Wenn du die Übungen durchführst mit deinen Spielerinnen und Spielern, dann ist eine Sache ganz wichtig: der Trainer, du. Du musst wissen, wie die Knotenpunkte in den einzelnen Techniken waren. Also du musst Bescheid wissen. Darum haben wir das Kapitel mit dem Techniklernen auch vorher schon gehabt. Du musst dir über die Knotenpunkte, die du ausbilden willst, im Klaren sein. Und deine Spieler sollten die weitestgehend auch kennen. Und wenn sie das nicht tun, musst du sie nochmal erklären. Aber es ist ganz wichtig, dass du hier Bescheid weißt. Und du musst in der Lage sein, auch wenn ein Spieler einen Ball spielt, zu erkennen, ob er genau diese Knotenpunkte erreicht oder umsetzt oder ob das nicht der Fall ist. Also du als Trainer oder Trainerin musst beobachten können, musst Bewegungen beobachten können und musst im richtigen Zeitpunkt an die richtige Stelle bei deinen Spielern schauen, um Knotenpunkte zu sehen. Mit ein wenig Übung schaffst du es sogar, mehrere Knotenpunkte an verschiedenen Stellen des Körpers quasi gleichzeitig zu erkennen, aber das ist dann eben immer eine Frage ein wenig der Übung. Und dann gibt es noch eine Sache, nämlich dass du den Spieler korrigierst. Wenn du also einen Fehler siehst und wenn du hier feststellst, dass bestimmte Knotenpunkte nicht erreicht werden, erinnere den Spieler an diesen Knotenpunkt. Korrigiere ihn, sage ihm, was er besser machen kann, was er verändern soll. Motiviere ihn, auch entsprechend zu agieren. Und dann ist eine Sache ganz wichtig: du musst dem Spieler die Chance geben, dass er das, was du ihm gerade mit auf den Weg gegeben hast, die Korrektur, dass er das sofort umsetzen kann. Ein Spieler muss, wenn er korrigiert wurde, sofort wieder ran an den Ball. Er muss das nochmal üben und muss die Chance haben, eben genau diese Korrekturmaßnahme umzusetzen. Dann hast du die Chance, dass sich tatsächlich etwas verbessert. Das Schlimmste, was du tun kannst, ist im Grunde, sag dem Spieler, was er falsch gemacht hat und sage ihm dann, in der nächsten Trainingseinheit könnte er das vielleicht mal wieder besser machen. Bis dahin haben alle Beteiligten das wieder vergessen, was da gewesen ist. Also sofort die Chance nutzen, korrigieren und sofort wieder agieren lassen, den Spieler motivieren, ist immer eine gute Idee, um das zu tun. Ja, das sind die Dinge im Erwerbstraining. Die nächsten Kapitel beschäftigen sich mit den oben genannten einzelnen Maßnahmen, hier von Standardbedingungen bis Handlungsketten und Technikvariationstraining. Und da ist dann ganz viel dabei und das wird dein Training nach vorne bringen. Das wird die Reichhaltigkeit hier dieses Trainings enorm positiv beeinflussen. Also sei mal gespannt auf die einzelnen Dinge, die jetzt in den nächsten Kapiteln dann noch erklärt werden. Viel Spaß dabei!